Ich habe hier noch zwei Sitze stehen. Ziemlich demontierte Sitze. Und diese Sitze haben einen Airbag drin. Da habe ich mir doch gedacht, ich könnte doch mal einen Sprengmeister anrufen und die Dinger in die Luft sprengen. Ich bin noch nie in einem Autounfall gewesen, wo die Airbags aufgingen. Also wird bestimmt witzig. Mal schauen, was daraus wird. Ich habe sogar eine GoPro angebracht. Die noch nicht kaputt ist. Ich hoffe, die überlebt das Ganze. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ich verkabel erstmal, hole mir eine Autobatterie. Ich bin erschrocken, ey. Ja, das ist richtig, ne? Das ist cool, der Bauch. Mhm. Die Frage, warum ist der andere nicht hochgegangen? Das stinkt auch richtig. Wie diese, für diese Pistolen, diese Dinger, weißt du? Steffo, du sitzt im Auto. Schreckst du schon mal einen Unfall? Ne. Ich bin schon richtig erschrocken, ey. Ich hab den Knall nicht erwartet. Oder? Ja. Ich habe eine Abisolierzange im Auto. Ja, ich brauche Feld. Drängung in 3, 2, 1. Alter! Soll mir noch mal einer sagen, so ein Airbag hat ja keine Wucht. Also die Naht wird ganz einfach aufgesprengt. Das wollte ich eh immer mal sehen. Krass. So sieht ein Airbag von innen aus. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Die sind aus einem Wagen, den ich nicht mehr habe, ein E91 Kombi und ganz normale Stoffausstattung aus dem E91 Kombi.